Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist heute Samstag, der 14. Ich muss den nochmal überprüfen, ihr wisst ja. Ja, und auf jeden Fall. Ich versuche ein Video aufzunehmen. Parallel hat an der Tür geklingelt. Ich bin also aus dem Bild gerobbt, damit wie keiner. An der Tür geklingelt? Ja, an der Haustür. Ja, an der war's? Die war's. War ich aufgemacht? Ja. Also, entschuldigt, wäre ich ja nicht aus dem Bild gerobbt. So eine Frage. Oh. Ja, ich muss den das fragen. Jetzt nimm den Schlüssel mit, sonst kommst du nicht mehr rein. Ja. Bring mein Kabel mit. Mein Kabel mit. Entschuldigt. Ich habe ein Kabel für Lean und ja, das hätte ich gerne wieder. Ihr wisst schon. Kabel. Ja, ein Lightning-Kabel, um es ganz genau zu nehmen. Für alle, die das, ja. Oh, tut mir leid, Leo. Heute ist hier viel Unruhe. Tut mir echt leid, auch für euch. Ja, also, falls ihr euch wundert, warum ich etwas, falls ich etwas Pillepalle wirke, das liegt daran, dass ich gerade einen leichten Overload hinter mir habe. Und ja, eigentlich funktioniert mein Kopf schon so noch nicht. Und jetzt ist hier auch noch so viel Ablenkung. Und also ich sag euch, für mich persönlich, machen wir das doch einfach zum Thema, ist eine der Sachen, die ich am meisten dran nicht mag am Overload, die Tatsache, dass ich dann einfach nicht so gut denken kann. Und dass es mir so schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Und ja, einfach so dieses Gefühl, dass man weiß, was man sagen will, man weiß, was man gerade tun will. Und trotzdem kann man es nicht. Oder besser gesagt, auch für mich ist es dann oft so, dass ich nach Konzentrationsschwierigkeiten habe, dass ich unglaublich müde bin, dass ich jemand bin, der dann am liebsten wirklich stundenlang schläft. Ich meine, ich glaube, es war eine Woche und ich glaube, gefühlt war ich 10 Stunden wirklich richtig wach und ein bisschen fit. Und das ist dann schon so ein bisschen gruselig für mich immer, weil ich dann immer so für mich denke, kann es denn sein, dass man so wenig Energie hat? Stimmt was nicht mit mir? Und naja, es stimmt ja auch was nicht mit mir. Aber ich denke mir dann immer, haben das andere auch? Und ist das vielleicht irgendwas anderes? Oder bin ich todkrank und weiß es nicht, weil ich immer gedacht habe, es wäre deswegen? Und dann kurz danach, nach dem Overload, kommt diese Zeit, wo ich dann gerade erstmal gar nicht mehr schlafen kann, weil ich halt so viel geschlafen habe. Und dann denke ich mir wieder, okay, dann ist es vielleicht doch nicht so, dass es so unnormal ist, sondern hat es halt wirklich mit Energiesammeln zu tun. Und dann bin ich wieder beruhigter und dann kommt das nächste Mal und dann geht es wieder von vorne los.
Ja, was mich auch immer dran stört, ist, dass ich, ja, dass ich einfach keine, körperlich auch keine Kraft habe. Also ich kann nicht erzählen, nicht sagen, wie es bei anderen Leuten ist, so nach dem Overload, oder wie es bei den Leuten ist, die ähnliche Sachen haben, aber ich kann halt hier jetzt meine Erfahrungen mit euch teilen. Und nach meiner Erfahrung ist dann oft so, dass ich dann auch körperlich total schwach bin. Also es ist jetzt kein Witz, wenn ich sage, von meinem Zimmer zum Klo sind es vielleicht 5 Meter und ich keuche dann immer, als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen. Und Treppensteigen geht dann meistens überhaupt gar nicht, weil ich die Bewegung nicht hinkriege. Selbst eine 1 Liter Flasche aus Plastik kriege ich nicht hochgelupft, weil die viel zu schwer für mich ist. Und dann irgendwann, wenn die Flasche nicht mehr zu schwer ist, kriege ich die Bewegung zum Trinken nicht hin. Und das ist dann einfach, ja, also ich krieg's nicht hin mit einer großen Flasche in der Hand. Die Bewegung, ja, aber die Flasche in der Hand, die ist dann zu viel. Oder auch so Sachen wie das Abendessen kochen, geht dann ganz schwer bloß. Sachen schneiden. Und was für mich schwierig ist, ich vertraue dann meinem eigenen Kopf nicht. Also wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel, ich denke, ich habe jetzt den Hasenstall zugemacht. Dann gehe ich immer noch mal 4-mal gucken, um zu gucken, ob er auch wirklich zu ist, weil ich nicht mehr glaube, ich habe es wirklich erledigt. Erst wenn ich dann beim 4. Mal den hier mache, du hast es zugemacht, also so als Erinnerung, dann glaube ich mir dann auch, ich habe es zugemacht. Und selbst dann schaffe ich es nochmal noch aufzustehen, nochmal zu gucken, hast du noch wirklich zugemacht. Und dann mache ich was, also damit ich merke, nehme eine Klammer oder irgendwas an den Stall, damit ich einfach für mich diese Erinnerung habe. Also ich bin da sehr misstrauisch meinem Kopf gegenüber. Kann man auch sein. Ja, und was ist noch so, was ich nicht leiden kann? Natürlich die Kopfschmerzen, die ständigen Kopfschmerzen, die sind auch nervig. Also für mir zumindest. Ich habe ständig Kopfschmerzen dann und das nervt mich total. Aber was mich am meisten oft nervt, ist, dass ich nicht sagen kann, was ich will. Einfach so dieses, ich möchte was trinken, geht dann nicht. Und ja. Und dann, wenn es dann so vorbei ist, also wenn ich dann wieder reden kann und die Motorik auch wieder in Ordnung ist, dann denke ich immer, jetzt ist alles überstanden, und dann erwarte ich irgendwie von mir selber, dass jetzt alles in Ordnung ist, dass jetzt alles plötzlich wieder bei 100% ist, aber ist es dann halt nicht. Und dann funktioniert es immer noch nicht. Und dann bin ich richtig frustriert, weil ich mir denke, aber es muss doch funktionieren. Immerhin kann ich wieder reden, immerhin kann ich wieder meine Flaschen hochheben und tut es dann aber nicht. Und das ist dann immer so dieser Punkt, wo ich dann richtig deprimiert bin, weil ich dann einfach denke, so Sachen wie abwaschen, wie trinken, gehen, aber der Kopf funktioniert trotzdem noch nicht richtig und ich spüre immer noch, dass ich hier und da Aussetzer habe oder dass da und hier irgendwie was ist, wo mich dann stört und wo die Abläufe dann nicht ganz rund laufen, wenn man so möchte, die Bewegungsabläufe. Und ja, das ist dann sowas, was mich dann immer persönlich auch nicht nur nervt, sondern wo ich dann auch immer denke, wie lange soll es denn noch gehen? Und dann ist es vor allem so, dass ich dann immer diesen eisernen Willen entwickle irgendwann, so dieses Prinzip, ja, jetzt muss es gehen. Es kann nicht mehr, es muss jetzt gehen, aber selbst mit eisernem Willen funktioniert es dann meistens immer noch nicht. Und ja. Und dann denke ich mir so, aber kann ich jetzt auch nicht hinlegen und sagen, okay, dann funktioniert es halt nicht und dann ist es jetzt halt so, weil das ist dann nicht so meine Art. Also die ersten 4, 5 Tage, ja, wenn gar nichts geht, aber sobald dann ein bisschen was geht, dann erwarte ich, dass alles geht. Und dann will ich auch, dass alles geht und dann versuche ich immer alles und dann überfordere ich mich auch teilweise im Grunde eigentlich eher und mache eher Rückschritte als Fortschritte. Ja, das ist auch mal interessant, dass man das so, also ich habe das hab ich bisher selbst immer verwehrt, es mir mal zu sagen. Und vielleicht, wenn ich so drüber nachdenke, sollte ich einfach die Zeit, die es braucht, meinem Kopf geben. Ist halt so blöd. Das Blöde ist, meine Mama sagt es immer, ein gebrochenes Bein sieht man, aber eben, wenn das Gehirn nicht ganz rund läuft, das sieht man nicht. Das kann man selbst nur innerlich spüren, das kann man den anderen sagen, aber das sieht man halt leider nicht so deutlich. Ja. Ja, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch noch sagen kann. Ich kann euch auf jeden Fall sagen,
also ich, dass ich gerade mein Bestes gebe, um alles wieder auf die Reihe zu bekommen und damit wieder alles wieder bei 100% ist, wie es sein sollte. Und ja, aber ich weiß nicht, ob ich die Erholungszeit habe, die ich brauche. Also im Moment ist der Stand der Dinge, dass ich auf jeden Fall gerne am Dienstag nochmal einkaufen gehen möchte, weil ich eben das Gefühl habe, es könnte ich schaden, noch ein bisschen die Vorräte aufzustocken jetzt gerade. Und ja, wenn ich dann am Dienstag einkaufen gehen möchte, habe ich jetzt von heute noch das Sonntag oder Montag Zeit, um mich richtig auszuruhen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz reicht. Also manchmal braucht es 2 Tage, manchmal braucht es 1 Woche bei mir. Manchmal habe ich auch schon gehabt, dass es 10 Tage gedauert hat, nach dem Anfang vom Reden, bis das Hirn wieder funktioniert hat. Teilweise habe ich sogar schon mal 1 Monat warten müssen. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie damals, hatte ich echt das Gefühl, es hat ewig gedauert. Aber ich habe natürlich auch kein Zeitgefühl. Naja. Ja. Und teilweise habe ich manchmal so das Gefühl, dass auch so Sachen, die ich dann als wichtig befinde, nicht funktionieren, aber das dann an anderen Sachen liegt. Zum Beispiel, dass ich dann einfach müde bin oder dass ich einfach gerade irgendwas falsch gemacht habe und dann denke ich immer, ist mein Kopf denn immer noch nicht in Ordnung? Und wenn ich es dann nochmal probiere, kurz danach, dann funktioniert es. Dann denke ich so, vielleicht war es ja doch nicht das. Also mein Tipp für jeden ist, ihr müsst dann wirklich, also für mich persönlich, ihr müsst tut ihr es nicht, aber ich für mich muss dann immer testen, was geht nicht und mich einfach von Tag zu Tag vorwärts hangeln nach dem Motto, was geht, sollte gehen und was nicht geht, muss halt nochmal warten. Und anders geht's halt nicht. Du kannst nicht zu deinem Gehirn sagen, du funktionierst jetzt einfach wieder, weil ich das jetzt haben will. Leider ist das Gehirn eines der wenigen Dinge im Leben, die man so null kontrollieren kann. Und wenn das Gehirn nun mal anfällig ist und nun mal seine Probleme hat, dann hat das Gehirn seine Probleme. Wie schwer, Mama? Ja. Ich erzähle gerade, dass ich einen Mini-Overload hatte und dass ich so blöd finde, dass alles nicht funktioniert und dass ich so Konzentrationsschwierigkeiten habe, aber dass es eben daran liegt, dass mein Hirn gerade nicht die Kapazität hat. Ja, genau. Ja. Das ist nervt. Ja. Und für mich ist eben dann auch das Ding, ich versuche dann immer die Videos zu machen, damit ich dennoch rechtzeitig und gute Videos für euch habe. Und dann nehme ich mir immer große Themen vor oder irgendwas, aber es funktioniert halt nicht. Dann passiert irgendwas, wie zum Beispiel, dass draußen auf der Straße ein Vogel sein Geschäft macht, kann ich nicht anders sagen. Und schon bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke, was wollte ich sagen? Und ja. Aber ich gebe mir Mühe und ich werde heute auch noch mal ein zweites Video machen und ich hoffe, dass das Video dann besser wird. Und falls ich heute ein bisschen tröge und träge und überhaupt wirke, es tut mir leid. Aber besser geht's nicht und lieber so als gar nicht, sag ich immer. Ja, das war alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt, ob ihr Ähnliches habt oder wie auch immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail in die bell.ritual@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich werde jetzt noch etwas Zeit mit meinen Lieben verbringen und dabei ein weiteres Video drehen. Bis dann. Tschüss.